Einen wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu der Auflösung unserer vierten Coding Challenge. Heute geht's um die Auflösung der Aufgabe von Listenrotationen. Das heißt, wir haben eine Liste aus verschiedenen Wörtern gekriegt und haben jetzt hier oben angegeben, wie oft wir diese Liste rotieren sollen. Das bedeutet, übrigens hier unten, das steht hier tatsächlich, war aber witzigerweise zufällig gewählt, also ich habe die nicht irgendwie manipuliert oder sowas, das ist natürlich auch eine Lösung, hier einfach Abo reinzupacken und dann, ja, das war tatsächlich Zufall, ich habe es nur so gelassen. Okay, was man jetzt machen musste, ganz kurz beschrieben, wenn wir eine Liste haben wie Hallo Welt Muhaha, also ich gehe jetzt nicht auf das JSON-Format oder sowas ein, das sollte bei der vierten Challenge eigentlich klar sein. Genau, wir haben das Format Hallo Welt Muhaha und sollen es zweimal rotieren. Das habe ich auch schon im Einführungsvideo gezeigt. Dann ist das erste Mal rotieren, Muhaha an den Anfang zu schreiben und dann Hallo Welt zu schreiben. Und das zweite Mal rotieren ist Muhaha noch eins weiter gerutscht und Welt ist vorne reingerutscht, was ja ganz hinten war. Genau, das ist die Aufgabe, ist eigentlich gar nicht so schwer dieses Mal. Ein paar haben auch geschrieben, dass es zu leicht gewesen ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine ganz sinnvolle Aufgabe gewesen. Und ja, wir wollen uns ganz kurz mal die Lösung anschauen, beziehungsweise eine Lösung. Dieses Mal habe ich tatsächlich nur eine Lösung hier. Und ihr könnt ganz gerne auch einfach mal, wobei ich kopiere mir das hier trotzdem. Ihr könnt gerne auch eure eigenen Lösungen hier natürlich unten drunter posten, in der Sprache eurer Wahl. Die sind natürlich immer besonders willkommen, wenn es eine andere Sprache ist, aber natürlich auch in Python, falls ihr eine schlankere und schnellere Version habt oder sowas oder vielleicht einen anderen Ansatz, an den ich gerade noch nicht gedacht habe, dann haut das raus. Ich freue mich da jedes Mal drüber und finde das auch super gut. So, Benchmark 4 nennen wir das Ganze und wir wollen hier natürlich Solve 4 aufrufen. Die Challenge ist auch die vierte und die Solution ist auch die vierte. Wunderbar. So, genau, Solve 4, Challenges 4, Solutions 4. Okay, wir laden das Ganze, wir kriegen wieder eine Liste und ein K, wie oft wir rotieren sollen. Und das fällt jetzt logischerweise weg hier, denn wir wollen das Ganze ja selber machen. Dafür brauchen wir aber auch das Print wieder. So, jetzt, was brauchen wir? Wir wollen hier am Ende dann eine Liste zurückgeben, weil, ja, die Lösung ist im Endeffekt eine volle Liste. Na, komm schon, schreib für mich. Habe ich jetzt irgendwo... Ja, ich habe irgendwo was anderes gelöscht, was ich nicht machen wollte. Okay, genau, wir brauchen hier natürlich am Ende dann wieder eine Liste, rotated, nenne ich sie jetzt einfach mal, denn unsere Lösung ist ja immer noch, enthält genau dieselben Elemente. Da ist kein Element rausgeflutscht und kein Element neu reingekommen, sondern sie ist einfach nur andersrum. Also, ja, genau. Und deswegen schreiben wir das uns einfach mal hier rein. Liste von allen Elementen. Achtung, das ist eine Deep Copy in Python. Das heißt, wir kopieren alle Elemente hier rein, muss man aber nicht unbedingt machen, man kann es auch anders lösen. So, und jetzt sage ich hier einfach for i in range k, relativ simpel eigentlich sogar, sage ich einfach rotated ist gleich rotated von minus 1 bis zum Ende hin, sprich das letzte Element, das haue ich ganz nach vorne, und rotated von 1 bis minus, von Anfang bis minus 1 kommt einfach hinten dran. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet einfach nur, dass ich das letzte Element, dass ich das letzte Element nach vorne schreibe. Das ist jetzt eine relativ ineffiziente Lösung. Ha, mir fallen doch zwei Lösungen ein. Haha, okay. Genau, das ist jetzt eine relativ ineffiziente Lösung, das Ganze einfach so zu machen, sage ich jetzt mal. Aber wir wollen es trotzdem mal kurz benchmarken und schauen uns an, wie lange es gebraucht hat, das einfach so. So, das soll aber eigentlich stimmen. Ja, wir starten es jetzt einfach mal ganz kurz. Achso, das ist der Challenge-Server, der läuft natürlich schon. Sorry. Wir wollen das hier ausführen. Wunderbar. So, na komm. Achso, ja, ich muss erstmal hier messen, wie lange die Anfragen dauern. Und dann starte ich natürlich nochmal die Aufgaben. So, wir sehen, wir haben das Ganze schon gelöst. Das war sozusagen die einfache Version davon. Jetzt wollen wir das Ganze deutlich effizienter lösen. Denn was ist jetzt eigentlich so passiert? Wir analysieren mal ganz kurz das Problem.
Naja, wenn wir das Ganze hier zweimal, oder warte ganz kurz, wir rotieren das Ganze jetzt mal dreimal. Was würde denn passieren? Das hier ist zweimal rotiert. Wenn wir das jetzt nochmal rotieren, dann kommt wieder das Ursprungselement hierbei raus. Und dann haben wir hier wieder die Liste, wie am Anfang eigentlich auch. Das heißt, das müssen wir eigentlich nicht machen. Wir können es uns eigentlich also sparen. Wir können dieses k gleich 3 völlig ignorieren und das ist natürlich immer abhängig von der Länge der Liste. Was passiert denn, wenn wir 6 mal rotieren? Naja, genau dasselbe, wir kriegen wieder die Ausgangsliste. Was passiert, wenn wir 8 mal rotieren? Wir rotieren erst 6 mal und dann bekommen wir als Ausgabe dasselbe raus, wie wenn wir es 2 mal rotiert haben. Denn nach 6 mal rotieren, ja, entschuldigt bitte dieses Geknarze im Hintergrund, meine Nachbarn drehen gerade wieder völlig hohl. Ich weiß nicht, was die eigentlich machen. Für die, die es noch nicht wissen, ich wohne über einem Kindergarten, zumindest aktuell noch. Was natürlich als YouTuber ungefähr das Schlimmste ist, was dir überhaupt passieren kann, denn ja, aufnehmen kannst du quasi samstags und unter der Woche offensichtlich mal nicht, nicht mal in der Mittagspause, was ich eigentlich gerade mache. Ich hatte gehofft, dass die da irgendwie schlafen. Schneiden geht zum Glück immer. Aber okay, ja, machen wir weiter. Und zwar hier, wenn wir es 8-mal rotieren, dann kommt dasselbe raus, wie wenn wir es 6-mal rotieren und dann 2-mal rotieren. Sprich, es kommt dasselbe raus, wie wenn wir es gar nicht rotieren und 2-mal rotieren. Und das ist jetzt der große Trick hierbei. Ich habe jetzt trotzdem gerade nochmal ganz kurz die Challenges gestartet, weil wir wollten ja den Benchmark machen. Habe ich ganz vergessen, dass wir den dass ich den nicht abbrechen sollte vielleicht. Hat einen Sinn, dass ich es abgebrochen habe. Ich wollte das Success ausblenden und dann den Benchmark starten. So, genau. Das heißt, was wir jetzt hier machen können, ist, wir rechnen modulo. Das heißt, wenn wir hier 8 haben, rechnen wir modulo der Länge der Liste. Und das ist dann wiederum eben gleich 2. Das liefert mir 2. So, weil 8 modulo Länge der Liste, 8 modulo 3, in dem Fall jetzt, ist offensichtlich 8 geteilt durch 3 Rest, also 8 durch 3 ist gleich, naja, was ist es? 2, Achtung, hat damit nichts zu tun. Wichtig ist hierbei der Rest 2. Das heißt Division mit Rest im Endeffekt. Und diese Division mit Rest, dieser Rest, ist genau das, was da eben rauskommt. Das heißt, wenn wir hier jetzt eine Zeit von 0,001553 haben, im Durchschnitt, dann können wir das deutlich schneller hinkriegen, indem wir einfach sagen, ups, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, ich kommentiere das, kommentiere das hier mal ganz kurz aus, denn das wollen wir ja nicht haben. So, und hier stecken wir jetzt einfach Folgendes rein. Rotated ist gleich, achso, bevor wir das machen, k ist gleich, k modulo Länge der Liste, damit wir hier eben auch wirklich ein begrenztes k haben. Das ist tatsächlich auch Absicht gewesen, also ihr konntet das nicht einfach überspringen hier, sondern ihr musstet modulo rechnen, weil k konnte bis zu 3-mal die Listengröße sein. Und ja, das kann, oder ich weiß nicht, ob ich es vielleicht sogar noch ein bisschen ändere, vielleicht für die Zukunft. 3-mal ist vielleicht nicht ganz so viel. Aber okay, und rotated ist dann einfach Folgendes. Wir wollen die Liste nehmen, und zwar die Elemente von, also das endletzte Element, beziehungsweise das k-letzte Element bis zum Ende, plus die Liste und dann eben logischerweise die anderen Elemente, sprich die vom Start bis hin zum Minus-Karten-Element. Und genau das ist jetzt alles, was wir hier brauchen. Das ist tatsächlich jetzt schon unsere Liste, sprich wir mussten das Ganze eigentlich nur ein einziges Mal machen, was wir hier gemacht haben. Und das dürfte natürlich deutlich, deutlich schneller sein. Ja, wir lassen es nochmal kurz laufen. Achtet bitte darauf, das Ganze ist ein Benchmark und natürlich sind die Requests an unsere an die Website natürlich oder an den Localhost. Ist klar, wir haben hier Success überall drin stehen. Das habe ich kurz noch zeigen wollen. Das war eigentlich gar nicht darauf bedacht. Ich wollte nur zeigen, dass es damit genauso funktioniert und ihr euch dadurch wirklich sehr, sehr viel Rechenaufwand sparen könnt. Achtet hier darauf, wir haben hier 0,001553 Sekunden, die wir hier brauchen. Für diese Operation im Durchschnitt. Also manchmal kann es natürlich deutlich länger gehen, manchmal deutlich kürzer. Hier haben wir jetzt im Durchschnitt
0,009 Sekunden. Das heißt fast doppelt so schnell, wahrscheinlich in etwa doppelt so schnell, wobei mich das ein bisschen wundert, dass es doch so lange dauert, um das Ganze zu machen. Aber ich nehme einfach an, dass die Hauptrechenarbeit hier eben in JSON drin steckt, plus eben vielleicht, ja okay, Modulo dürfte eigentlich nicht so lange dauern, aber vielleicht das hier, das kommt dann natürlich drauf an, wie das intern alles geregelt wird. Cool, dann war es das von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Lösung in die Kommentare. Ich freue mich da jedes Mal megamäßig drüber. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Challenge. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Schreibt mir auch eure Meinung über die Challenge logischerweise immer dazu. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.